Der Dims und der Crux, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Come on down to the dawn of the world. Let's take that path through the atmosphere and give 4,000 answers to all of your questions, and maybe it will all become clear. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace, with the crowd in the palace. Let's roll with the light and leave our coins behind. Ride the waves through the ages, see unknown plays and stages. Turn the engines on and drive right through the sand. Yeah, down that long road until we reach the end. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. And our souls are like magnets that attract us like fragments, floating in the yellow desert air. They dance all around us, kicking up dust. From Bethlehem to Lancashire, oh. On at a woman that's real. She was dark but set free by fire and harps. Now she got a direction and found her glory. It's a connection to a lovely place. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. Oh, take out your guitar and pray with the crowd in the palace. With the crowd in the palace. With the crowd in the palace. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier an alle Zuhörer, die sich hier eingeschaltet haben bei uns. Jawohl, klasse, dass Sie da seid. Letzte Sendung diesen Monat. Ja gut, der August ist ja gleich vorbei, wir wissen das. Wir hatten ja jetzt ein paar Wochen, ja, ein wenig abgestellt, das Live-Senden, weil wir viele Änderungen gemacht haben und auch mal ein wenig andere Dinge erledigen sollten, was wir auch zum Teil geschafft haben. Ja, gut, muss ja auch mal sein, oder? Ja, und klasse, dass ihr es hier heute eingerichtet habt, bei dem schönen Wetter, noch haben wir schönes Wetter, hier bei uns einzuschalten. Und wir machen gleich eine Sondersendung, weil ich durfte gleich mal einspringen für meinen Kollegen, der Michael, der hatte eigentlich vor, heute um 16 Uhr schon zu senden, aber den hat eine Sommergrippe erwischt und deshalb fiebrig und so. Ne? Da fühlt man sich nicht so wohl, da kann man nicht optimal schwingen. Ja, das braucht man. Vor allen Dingen für solche Themen, oder? Aber das macht nichts, das holen wir nach. Nächste Woche Dienstag, 16 Uhr, macht er seine Sendung kurz vor meiner. Ja, und deswegen habt ihr heute das Vergnügen, eine Sondersendung hier mit mir. 2 Stunden Detlef, ja,
Und wir haben ja so viel zu besprechen, ist ja so viel wieder passiert und wird sicher auch noch eine Menge passieren. Insofern wird es uns da nicht langweilig, oder? Ja, und ihr wisst ja, erstmal herzlichen Dank an alle, die uns hiermit übertragen. Und für alle die, die das noch nicht gemerkt haben sollten, wir haben also viele, eigentlich alle Streamdaten und Streams verändert. Wer uns also mit übertragen möchte, schaut doch bitte nochmal aktuell auf unsere Seite, wakeness.net, Wakeness Radio. Da sind die ganzen neuen Streams jetzt, die Stream-Dateien und Links eingesetzt. Ja, also da könnt ihr euch tummeln und nachschauen. Und wir haben also sehr viele Streams, die wir nutzen, auch immer auf den Seiten, Blogseiten unserer verschiedenen Blogs, sind die rechts in der Leiste eingebunden, auch mit niedrigen Empfangsmöglichkeiten. Also wenn man nicht so gute Internetverbindung hat, kann man die dort auch sich anschauen und kann das Passende für sich da finden. Okay. Ja, und natürlich danken wir allen Musikern, die uns hierbei unterstützen. Und wir hörten jetzt gerade eingangs von Dano Songs, Crowd in the Palace. Ja, und wer hier auch mithört, wir machen das weiterhin so, dass wir Musiker und Bands und DJs, Musikproduzenten unterstützen, die sonst in den Matrix-Medien, in den Massenmedien kaum eine Chance haben, unterzukommen, indem wir ihre Stücke auch voll ausspielen in unseren Radiosendungen. Und das wird natürlich immer 1:1 auf die Videosendung mit übertragen. Das heißt, wer dort dann eine Musik nicht mag oder nicht so lange warten kann, bis die Musik zu Ende ist, der darf ein bisschen vorspulen. Dafür gibt's ja das tolle Instrument des Videos. Das kann man machen. Wir werden demnächst auch, das habe ich mir so als Tipp geben lassen, das in der Beschreibung erwähnen, ab wann dann der die Sendung losgeht. Also ne, abzüglich der Musik. Ne? Also was wir nicht alles machen. Finde ich doch klasse. Ja, aber ist auch nett, dass ihr uns eure Infos immer reinsendet. Ihr könnt das auch weiterhin machen unter meiner E-Mail-Adresse radio@wakenews.net. Das ist die E-Mail-Adresse, von der ich hier auch vieles vorlese, von euren Infos, Kommentaren und so weiter. Herzlich gerne dürft ihr euch da mit mir und uns in Verbindung setzen. Ja, und natürlich dürft ihr auch die Chaträume nutzen. Da gibt es ja auf der Seite wakeness.net, Wakeness Radio, auch die beiden Chat-Fenster, die wir schon ewig lange nutzen. Die dürft ihr auch bitte nehmen und euch dort bestimmt gerne auch melden. Aber das ist in der Regel häufig. Nicht immer, aber häufig zu schnell sind die Informationen wieder weg und deswegen kann ich es da immer dann schwer vorlesen. Okay, das vielleicht mal dazu. Auch möchte ich nicht vergessen, dass wir wieder einige Ereignisse haben, die auf uns zukommen. Ich habe da auch die Bitte bekommen, das zu erwähnen. Es wird also auch im September wieder eine Aktion geben, die wichtig ist, dass wir sie unterstützen in der Sache, ja, Kinder, Psychiatrie und so weiter. Bitte da auch immer darauf acht geben. Ich gebe das dann auch später nochmal in die Linkliste mit rein, falls es jetzt eben nicht mitgehört wird. Und ich habe es mir jetzt gerade eben selber sogar schon wieder zugeklickt, aber ich werde es nachher nochmal erwähnen. Da gibt es nämlich eine Veranstaltung, die wichtig ist, nämlich am 20.09. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man da sich meldet und auch da mitmacht. Wer also kann, die Leute brauchen, sie machen ja alles aus Eigeninitiative. Es wird ja nichts quasi uns zur Verfügung gestellt, und mit riesengroßen Geldern da unterstützt, sondern im Prinzip ist es immer so, dass wir versuchen, alles aus eigener Initiative heraus zu machen. Ja, und diese Veranstaltung eben ist wichtig, dass wir sie also da unterstützen. Und ich werde sie nachher nochmal benennen in der Pause. Suche ich mir das nochmal raus, denn es ist mir jetzt gerade hier runtergerutscht. Aber gut. Ja, macht ja nichts. Ihr könnt auf jeden Fall eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net. Freue mich, weil die heutige Sendung natürlich auch so ein bisschen das berichtet, was alles geschehen ist in der Zeit. Und es ist ja viel geschehen. Und das ist wichtig, dass wir das immer
nachhalten und auch diskutieren, weil viele ja auch gar nicht wissen, was das alles zu bedeuten hat. Oder vielleicht erst jetzt aufwachen und dann sich gerne auch Kommentare oder Ansichten von anderen anhören, die das beurteilen. Denn die Nachricht als solches, vor allen Dingen, wenn sie aus den Matrix, Massenmedien und so weiter kommen, ja nicht unbedingt wahr ist oder nur Teilwahrheiten beinhaltet und schon gar nicht die Dinge hinter den Kulissen auseinandernehmen, weil das dürfen sie nicht. Und deswegen heißt auch die heutige Sondersendung die offene Diktatur. Ja, und es geht nicht nur um Deutschland beziehungsweise die Bundesrepublik oder den Bund, wie man es eigentlich nur nennt, sondern das ist ja eine weltweite Sache, das wissen wir, und so dürfen wir auch immer alle Ereignisse aus einer etwas übergeordneten Blickrichtung anschauen und bewerten. Denn hinter all den Aktivitäten, die täglich ablaufen hier, zumindest in den kontrollierten Ländern, die also, sagen wir, den Westen oder auch den großen Ländern, die alle gesteuert sind von den Einflüssen der wenigen, die also die Welt regieren. Und wir wissen das, ich bezeichne die als Dems oder dominant irrsinnige Minorität. Andere sagen wieder die globalen Bankster oder sagen die Schattenmächte oder die Familien, die hinter den Kulissen sind. Die paar wenigen, die also die Macht schon seit sehr langer Zeit ausüben und ohne dass wir das alles so durchblickt haben bis jetzt. Und in den letzten Jahren, Jahrzehnten, gibt es mehr und mehr Informationen eben darüber, und jetzt im Moment scheint eine große Welle losgetreten zu sein, die also dabei ist, hier uns wirklich in einen Stand zu versetzen, der also wirklich absolut uns hilft, die Dinge zu erkennen, die da sind. Ja, und insofern wollte ich nochmal hier, jetzt habe ich das nicht gefunden, am Dienstag, den 20. September um 12 Uhr an der Münchner Freiheit, oberhalb vom Forum vom Spielplatz in München, da wird sich wieder die Gruppe treffen, die also gegen oder eine Kundgebung macht, eine Informationsveranstaltung mit einem Infostand zu Behörden und Justizwillkür, Psychiatrie, Jugendamt, unschuldig im Knast, Betreuung und so weiter. Und da gibt es dann sogar einen Motorradkonvoi, auch eine interessante Sache, wichtige Sache, die da kommt. Da sollten wir auch drauf hinweisen, auch diese Informationen gebe ich euch dann da rein. Auch den kann man unterstützen. Das sind also viele Motorradfahrer, die das dann mit einer Rundfahrt alles ankündigen werden. Ja, also diese Tyrannei, wie ich sie auch gerne bezeichne, ist also schon seit ewigen Zeiten eigentlich im Gange, verdeckt durch verschiedene Dinge, die uns ablenkten, wie zum Beispiel Nationalismus. Wir haben immer gedacht, wir kämpfen gegen eine andere Nation, weil die uns feindlich gesinnt ist. Dabei ging es immer schon ausschließlich um Macht und Ausübung von Macht und strategische Ziele der Interessen dieser paar wenigen Familien, die also die Welt regieren. Es wird uns nur mal schön eingepackt, wie eine Geschenkpackung verpackt, anders dargestellt, damit wir nicht rebellieren, damit wir nicht aufstehen dagegen. Und ich denke, jetzt sind wir aber so weit, dass wir diese Sachen wesentlich mehr erkennen können. Und deswegen habe ich eben die heutige Sendung so formuliert, dass man das eigentlich auch auf alles übertragen kann, nämlich die offene Diktatur. Ja, und ihr könnt das finden hier bei meinem Blog mywordpress.com. Einfach rechte Maustaste auf einen der Links klicken, in Separatfenster öffnen, dann könnt ihr es mitlesen. Und ich mache immer so kleine Collagen dazu. Und da seht ihr verschiedene Bildchen in diesem Titelbild, was so symbolisiert, was im Moment losgeht. Da links oben zum Beispiel kann man eben eine Burka-Verkleidung sehen, die Montage oder montiert ist mit der Merkel-Raute und innen drin die CDU in
eingefasst ist. Daneben eine Szene aus früheren Zeiten gegen Diktatur und und Faschismus, wo da also schon früher die Leute eigentlich da erkennbar auf die Straße gegangen sind. Dann rechts daneben ein Ausschnitt aus einem Film, wo ein über 80-jähriger Mann mittels eines, ja, ich glaube, 60-köpfigen SEK, ein Polizeieinsatzteams, ja, das heißen die, SEK steht für Sondereinsatzkommando, aus seiner Wohnung heraus gejagt wurde mit Einbruchswerkzeug, sind sie da rein, und das, weil diese Liegenschaft im Besitz natürlich der Kommune umgewandelt werden soll in ein Flüchtlingsheim, wo man also Flüchtlinge profitabel unterbringen möchte, und da stören natürlich die ganzen Mieter, die da schon ewig lang drin wohnen. Da hat man also unglaubliche Geschichten durchgeführt. Wir kommen da später auch nochmal kurz drauf. Da ist noch ein Link zu finden zu dem Film. Ja, dann darunter noch einmal dieses Folterwerkzeug. Wir sind also in einer Medien- und Parteiendiktatur, vor allem in Deutschland, aber nicht nur dort, sondern das ist eigentlich überall, wo die paar wenigen Familien eben alles kontrollieren. Und das sind eben auch vor allem die Medien, die den Auftrag haben, uns eben dumm zu halten, beziehungsweise uns glauben zu machen, das, was das System möchte. Ja, und dann in dem schwarzen Feld rechts unten auch noch zu sehen, eben die relativ neuen Informationen zu Adrian, Ursache, der also überfallen wurde die letzte Woche. Wo also auch ein SEK-Kommando, Sondereinsatzkommando in Deutschland, also auf deutschem Boden vielmehr, genauer zu sagen Sachsen-Anhalt, dort eingedrungen ist in sein Haus und die ganzen Häuser da drumherum, um ihm eben mundtot zu machen, weil er sich wehrte gegen das System, und das auf ganz friedliche Art und Weise. Ja, und was es damit auf sich hat, werden wir gleich noch mehr darüber hören. Dann links auch nochmal unten eben Bilder aus Gewaltszenen, und auch hier, wir als Journalisten werden ja auspacken und eben nicht linientreu berichten, sondern eben so, wie es ist, werden wir auch gerne festgenommen und drangsaliert. Und das ist auch wichtig, sollte einem zu denken geben, denn wenn also die Presse, die freie Presse drangsaliert wird, dann ist es vorbei mit der Freiheit, weil Pressefreiheit ist die Mutter aller Freiheiten, so hat es sogar schon mal ein BRD-System gesagt. Ja, und steigen wir doch mal ein, nach einigen Wochen Sommerpause, also gibt es jetzt eine Sondersendung mit mir, der jetzt einspringt, auch für den Michael, den die Sendung mit ihm, Architektur im Hinblick auf das oder die menschliche Bewusstseinsentwicklung, kommt nächste Woche am Dienstag, also schon mal Vorankündigung. Hoffe, dass er bis dahin voll auskuriert ist. Aber wen das jetzt schon interessiert, der kann sich auf dem Link schon seine Informationen dazu anschauen. Ja, und ungeheuerliche Entwicklungen können wir in Europa und den USA erkennen. Immer offener wird die Maske fallen gelassen. Ja? Sodass wir das Böse oder die Bösen ganz deutlich erkennen können. Und das ist ja Voraussetzung dafür, dass wir also überhaupt erstmal unseren eigenen Schleier verlieren. Auch die Menschen, die draußen sind und immer noch denken, alles wäre in Ordnung. Ja, spätestens dann, wenn es ihnen ja ans eigene Leder geht, dann wissen sie, irgendwas stimmt nicht und ist nicht in Ordnung. Viele hegen ja auch schon den Verdacht, dass irgendwas nicht stimmt, haben aber noch die Scheu oder die Angst, sich gegen Autoritäten zu wenden oder gegen das System oder gegen den sogenannten Staat, alles großgeschrieben. Ja, und ich habe hier ein passendes Bild gefunden aus Batman The Dark Knight. Das ist ein Spielfilm, da habe ich also ein Bildchen gefunden, das könnt ihr euch anschauen. Die zeigen es uns ja auch immer in ihren Veröffentlichungen. Wir wissen ja, sie arbeiten mit Symbolik, häufig freimaurerisch orientiert oder ähnlich. Sind sie im Prinzip psychotisch,
irgendeinem satanischen Kult verfallen, weil wir wissen, dass das Böse ja auch spirituelle Kräfte hat, die sie verwenden und durch diese ganze Symbolik und das Auftreten und die Art und Weise, wie sie die Dinge machen, hoffen, dass sie eben diese spirituelle Gewalt des oder Macht dieses Bösen eben nutzen können, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen, beziehungsweise umgekehrt, dass eben die bösen Kräfte eben diese Leute nutzen, um eben ihre Macht hier aufrechtzuerhalten. Ja, und darunter sieht man gleich zwei solche Figuren, die also im Moment in den USA relativ wichtig zu sein scheinen, nämlich einmal Hillary Clinton, die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Bill Clinton, die nunmehr ja Schlagzeilen ohne Ende macht, weil sie verwickelt ist in enorme kriminelle Aktivitäten schon sehr lange natürlich und sich auch bereichert. Korruption ist dort an der Tagesordnung. Sie ist aber anscheinend auch der Favorite einiger der wichtigen Leute der Familien. Aber wir wissen, die kontrollieren immer beide Seiten. Das heißt, sie setzen immer auf alle, damit sie in dem Fall immer gewinnen. Das ist der Trick, den viele überhaupt noch gar nicht verstanden haben. Uns gegenüber werden die als Gegner dargestellt. Hier zum Beispiel die Hillary Clinton und der Donald Trump. Die beiden kämpfen im Moment Kopf an Kopf um die sogenannte US-Präsidentschaft. Wobei das ja im Prinzip auch kein Job ist, der für die Menschen dort gedacht ist, wie die Menschen dort vielleicht meinen. Denn die sind genauso benebelt wie die Menschen hier, sondern es geht hier tatsächlich nur darum, wer wird der neue Chef? Ja, wer wird die neue Merkel sozusagen, also Geschäftsführerin der US Corporation? Wird es ein Weib, also eine Frau wie die Hillary Clinton, oder wird es eben ein Mann wie der Donald Trump? In jedem Fall werden beide hier aus unterschiedlichen Blickwinkeln als Psychopathen deklassiert oder deklariert, kann man sogar sagen. Und wir dürfen von keinem der beiden irgendwie auch nur im Entferntesten hoffen, dass sich etwas Wesentliches für uns Menschen ändert. Es gibt lediglich vielleicht eine andere Strategie, die da gefahren wird von den jeweiligen dann an der Macht befindlichen Geschäftsführern, aber die tun trotz alledem immer nur das, was ihnen die Besitzer oder Eigentümer dieser Corporation auftragen. Ja, und wir wissen, dass diese paar wenigen Familien inzwischen ja alles kontrollieren. Es gibt ein paar Figuren, die mehr oder weniger bekannt sind, Familiennamen, die bekannt sind. Aber wir wissen, dass sich das alles verschleiert, weil natürlich die untereinander heiraten und sich vermischen und da auch Namen wechseln und so. So dass man sich nicht wundern darf, dass zum Beispiel ein Cameron, der britische Premier war, bis vor kurzem mit dem Königshaus, dem englischen, britischen vielmehr, verwandt sein soll oder verwandt ist, oder auch die Bush und auch die Clinton und auch der Obama, alle verwandtschaftlich mit all diesen sogenannten Anglo-Königshäusern verwandt sind. Diese Verwandtschaftsblutlinien gehen also so, dass wir es eben nicht überall mitbekommen. Aber man kann davon ausgehen, dass alle Leute, die an der Macht sind, irgendwie da mit dazugehören. Ja, wir wissen das ja auch aus früheren Zeiten mit dem A.H. Das hören die Leute nicht so gern, die mit ihm, die ihn toll finden, oder vielleicht sogar verehren. Aber der ist genauso Blutlinie gewesen, weil er ein unehelicher Enkel war von Rothschild. Auch das sind alles bekannte Informationen, offenkundige, die natürlich in der Öffentlichkeit nicht diskutiert werden. Wer auch immer an der Macht ist, der ist nicht zufällig an der Macht, sondern es gibt in der Politik ja keine Zufälle, das wissen wir, sondern das ist alles eingefädelt, alles soll alles so sein, weil wir in einer kontrollierten Matrix-Welt leben. Deswegen ist auch immer die Rede von der Welt. Und diese Welt befindet sich auf dieser Erde. Und wir Menschen dürfen erkennen, dass es sich eben um eine Matrix handelt. Und das ist der schwierigste Schritt für alle. Denn wenn sie das erkennen, dass man ihnen was vorspielt, dass die Dinge eigentlich anders sein
könnten als das, was einem vorgespielt wird in der sogenannten Realität oder den Realitäten, wie ich es gerne sage, weil die ja sehr unterschiedlich sind. Jeder nimmt ja auch seine Realitäten wahr, wie er es will, er oder sie es wollen. Das ist auch wieder eine semantische Frage, wie man was bezeichnet. Aber ich sage, ich spreche immer von Wahrheit statt Realität. Aber gut, lassen wir es dahingestellt sein. Jeder darf erkennen in einem Aufwachprozess, dass es noch mehr gibt als das, was man glaubte, was wichtig ist. Und dieser Materialismus, der uns ja gefangen hält, das ist auch mein Lieblingsthema von Michael, uns das klarzumachen, dass der Materialismus in den Vordergrund geschoben wird, weil es eben damit einfacher ist, uns von der geistigen und spirituellen Erfahrung oder unserem spirituellen und geistigen Hintergrund zu lösen, um uns zu fokussieren auf ganz profane Dinge, wie eben einfach, welche Kleidung trage ich heute, weil von welcher Marke oder in welches Lokal gehe ich, damit ich schickimicki bin und solche. Wenn man solche Dinge in den Vordergrund bringt, dann drängt man eben das geistige, spirituelle zurück und das ist eine der Techniken. Ja, und während es also in den USA deutlich erkennbare Psychopathen gibt, die nun das Schiff vollends versenken sollen, denn auch die USA sollen ja untergehen als sogenannte Nation, weil das ist ja schon längst alles unterhöhlt. Die wollen ja eine große neue Weltordnung, da soll alles eins werden. Das ist natürlich nicht in einem Schritt zu machen. Es muss Stück für Stück passieren, um eben auch die Widerstände oder die Widerstandsgruppen oder die Bevölkerung oder die immer noch in Nationaldenken verhafteten Menschen, die will man natürlich erringen oder niederringen, damit sie sich nicht dagegen stellen. Und deshalb darf das alles nur Stück für Stück passieren. Da gibt es immer dieses schöne Beispiel mit dem Frosch, der wenn er in kochendes Wasser geworfen werden würde, sofort wieder rausspringt. Aber wenn man eben das Wasser langsam kocht, langsam erwärmt, er sich sogar noch kurz vor seinem Exitus ganz wohl fühlen könnte. Das ist natürlich ein bisschen ein Beispiel, was vielleicht nicht alle nachvollziehen können, aber es ist so ein bisschen so in der Richtung. Und wir werden also hier in dieser Art und Weise langsam weichgekocht und die meisten kriegen es nicht mit, weil sie sagen, ja, also so schlecht geht's mir ja doch noch nicht, weil ich lebe ja noch und ich kann noch was einkaufen, es gibt noch ein Aldi und wie sie alle heißen und so weiter. Ne? Ismail. Ja, also die USA werden also genauso niedergerungen wie Europa und in Europa können wir es gerade miterleben, wird geflutet mit nimmer endenden Strömen von Fremden, bezeichnet als Asylanten, Flüchtlinge, Migranten, alles in Anführungszeichen, die aber wiederum nur Mittel zum Zweck sind, die nur dazu gedacht sind, die hiesige Kultur zu verdrängen und uns aufzumischen sozusagen, die Arbeits- und Wohn- und Lebensplätze der Urbevölkerung zu übernehmen, ähnlich wie man es seinerzeit ja schon in Südamerika gemacht hat. Also wir wissen das ja, ne? Damals die Portugiesen und die Spanier, die im Auftrag der Kirche, in Anführungszeichen der römischen, dann diesen Kontinent da, Südamerika, eroberten und ich glaube den größten Massenmord vollzogen haben, den es je in der nachweisbaren Geschichte der Menschheit gegeben hat. Da ist alles andere, was danach kam, eigentlich eher weniger. Ja, oder auf dem US-amerikanischen Kontinent, was dort gemacht wurde, wo dann also Millionen von Weißen dann den Urvölkern dort alles weggenommen haben und auch heute geht der Kampf munter weiter, wie man das ja auch lesen kann. Ja, und auch dort letztendlich dann die Sklaverei eingeführt hat, also noch Menschen aus Afrika und anderen Gebieten dorthin exportiert hat, also Völkerwanderungen in Millionenhöhe gemacht hat. Und das alles nicht aus menschlichen Gründen, sondern aus strategischen und bösen Absichten. Das wissen wir ja auch. Ja, und
Der einzige Unterschied zu diesen beiden großen erzeugten Völkerwanderungen beziehungsweise Eroberungen durch Einwanderung ist, dass wir hier in Europa natürlich eine etwas andere Situation haben. Es gibt erstmal viele Völker in Europa, die auch sehr, sagen wir mal, bewusst sind, stolz sind auch auf ihre Herkunft, die aber eben auch einen relativ hohen Lebensstandard noch haben und sich ihre Kultur sicher nicht von eher diesen armen, minder bemittelteren Zuwanderern wegnehmen lassen wollen. Und ich habe da eine passende Grafik gefunden hier bei turkeytribune.com, wo also gesagt wird, Europa ist eigentlich nicht der richtige Ort, um dahin zu wandern und wird auch langsam unsicher für Einwanderer eben aus dem Nahen Osten und Afrika, wo man eben dieses umgekippte Europa sieht, was schon fast untergeht im Wasser, im Meer. Und da diese Figuren abgebildet sind, die da also versuchen reinzuströmen, dabei aber selbst auch umkommen können. Und das ist eigentlich eine passende Grafik, so würde ich es auch einschätzen. Denn stellen wir uns doch mal vor, ich meine, die Zahlen, die da bekannt sind, es sollen 100 Millionen Flüchtlinge in Anführungszeichen, Asylanten in Anführungszeichen, hier nach Europa gebracht werden. Leute, wie soll das gehen? Ja, es sind hier vielleicht ungefähr 300 Millionen in Europa an Urbevölkerung, wobei die ja auch schon vermischt sind, durch jahrzehntelange Einwanderungen und Migrantentum. Aber wenn jetzt nochmal 100 dazukommen, ja, dann ist das 1:3 oder 1:2. Wer weiß, wie dann nachher die Verhältnisse werden. Und das nicht, und das ja auch durch Einwanderung aus den verschiedensten anderen Kulturbereichen, die also ganz andere Vorstellungen vom Leben haben als das, was die Leute hier gewohnt sind. Auch in Europa, innerhalb von Europa gibt es ja schon Unterschiede, so unterschiedliche Lebensweisen, dass es schon schwer ist, wenn hier allein schon aus Norddeutschland Leute nach Süddeutschland ziehen. Auch schon da gibt es ja erhebliche Unterschiede. Aber das ist offenbar eben das Ziel. Das Ziel, und man ist unglaublich überrascht, wie viele der Systemorganisationen, der Systemregierungen und Systemleutchen, die da drin sind, überhaupt kein Problem haben damit. Die dürften also schon lange vorher, vielleicht auch im Rahmen der Agenda 21 und anderen Plänen, die also von den paar wenigen ausgearbeitet wurden und indoktriniert wurden in die Köpfe dieser Leute, dürften also schon lange darauf vorbereitet worden sein. Für die ist es nichts Neues, das ist deren Programm, was sie abarbeiten, aber für die Mehrzahl der Menschen, die das ja auch dadurch durch mangelnde Kommunikation in den Medien überhaupt gar nicht mitgekriegt haben, die jetzt sagen, also hoppla, das geht mir jetzt zu weit. Ja, auch ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem sehr alten Bauern, der aber noch sehr klar denken kann, der ist auch schon bald über 80, der also gesagt hat, ja, er würde das auch nicht verstehen. Also der hat ja noch die Kriegsjahre da miterlebt als junger Mann, also von dem sogenannten Zweiten Weltkrieg. Der gesagt hat, also während des Krieges, sowas hätte es sogar während des Krieges nicht gegeben, weil er berichtete von einem Einbruch hier, das ist irgendwo ganz weit draußen auf dem Lande in der Nähe, wo Leute eingebrochen sind. Also etwas, was er nicht kennt. Das hätte es nicht mal im Krieg gegeben. Also das ist unglaublich, was jetzt derzeit kommt. Und das ist ja erst der Beginn. Denn von diesen sogenannten 100 Millionen, die da im Raum stehen, da sind ja jetzt erst 10% da. Da sind jetzt also, aber schon, ja, 10 Millionen oder irgend sowas. Wer weiß die Zahlen schon genau? Es strömen ja auch jeden Tag wieder neue hinzu. Manchmal wird darüber berichtet, manchmal nicht. Aber der Strom dürfte nicht versiegt sein, oder? Ja, es wird also klar, oder uns, den meisten wird klar, dass es sich um geplante strategische Winkelzüge der wenigen Machthaber, die im Hintergrund arbeiten, handelt, denn die uns bekannten Frontpuppen dieser Finanzoligarchen, wie beispielsweise Buffett, der ist ja noch bekannt, der ist überwiegend da auch in den USA natürlich tätig, oder Soros, der ist hier
eher in Europa bekannt und in Asien. Und Rockefeller und Rothschild und Co. und wie sie alle heißen, die erscheinen deutlich als die Strippenzieher hinter diesen Geschehnissen. Das wird immer mehr und mehr aufgedeckt. Ja, und ich habe dann eine Collage gemacht von einigen dieser Leute. Links da der eine von den der Lord Rothschild neben David Rockefeller, als er noch ein bisschen laufen konnte, der sitzt ja im Moment schon im Rollstuhl, der kann ja schon gar nicht mehr laufen. Er hat, glaube ich, jetzt schon die vierte Herztransplantation, damit er überhaupt noch weiter leben kann. Und dann in der Mitte der Collage oben, wie interessant, ja, der eine Rothschild, der also aus Großbritannien ist, das ist ein Verwandter von dem Lord Rothschild auf der linken Seite, der also Bill Clinton da die Hände schüttelt, als der, glaube ich, Präsident war. Und dann die Hillary Clinton, die also mit der Ehefrau dieses Evelyn Rothschild dort fast sich umarmt. Ja, also es ist nicht zu fassen. Es ist wirklich so offensichtlich. Wir können es alles erkennen, wenn wir es nur wollen. Und da rechts daneben nochmal Soros und Buffett, was die geschätzt wohl an Vermögen haben sollten. Aber das sind ja alles nur Frontpuppen. Die arbeiten ja nur für die Wichtigen, die natürlich über wesentlich mehr Kapital, wenn nicht alles Kapital verfügen, was es überhaupt nur irgendwie im Umlauf gibt. Ja, und die Grafik darunter zeigt eigentlich, es ist eine etwas ältere Grafik aus 2013, aber sie zeigt im Prinzip, dass durch Migranten erhebliche Geschäfte möglich sind und natürlich auch entsprechende Unruhe geschaffen werden kann, immer da, wohin man es will. Und diese Migranten, die sind natürlich verwurzelt mit ihren Herkunftsländern und da gibt es dann einen entsprechenden Kapitalverkehr, der dann also losgeht. Und wir wissen ja, wie das alles organisiert ist. Das Schuldgeldsystem ist ja nicht wirklich etwas, was Wert hat, sondern es ist eigentlich ein Kontrollinstrument und die Möglichkeit der Versklavung. Denn jeder, der Geld haben will, muss Schulden machen. Oder jeder Penny, jeder Dollar, jede Euro, jeder Schweizer Franken bedeuten, es gibt dagegen eine Schuld. Eine fiktive, wie auch immer. Wir wissen auch, dass in der BIZ in Basel zum Beispiel für jeden, auch für diese Migranten, jeden Kopf gibt es dort ein Konto, was geführt wird mit entsprechendem Monopoly-Spielgeld, mit dessen Finanz Volumen hier diese paar wenigen hier weltweites Monopoly-Spiel spielen. Und deswegen ist es auch so, wir wundern uns ja beispielsweise, warum die Städte entstehen, warum so viel gebaut wird, warum Leute hergelockt werden. Ich habe jetzt hier vor kurzem gelesen, Basel soll wieder Weltstadt werden. Also Basel hat ungefähr 200.000 Einwohner. Das soll auch wieder auf 210, 220.000 anwachsen. Hatte mal irgendwann eine 250.000 mal vor einiger Zeit. Da fragt man sich, warum? Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Ja, jeder Kopf bringt Cash in die Kasse derjenigen, die das verwalten. Das wissen die meisten nicht. Und deswegen werden auch Kinder weggenommen. Deswegen werden also Leute ins Gefängnis gesteckt, weil alle diese Sachen bringen wieder Geld, weil dagegen kann man wieder Schulden aufnehmen. Ja, also eine Stadt kann Schulden aufnehmen für jeden einzelnen Bewohner, der neu dazukommt, weil es gibt dann einen Topf aus der BIZ, den sie dann zugesprochen bekommen. Nicht direkt, aber dass man es versteht, wie das System funktioniert. Naja, ihr könnt es nachlesen. Es ist ein Artikel hier von dailymail.co.uk. Revealed how immigrants America sending 120 billion struggling families homes. Also es gehen hier allein 120 Milliarden an dieser Darstellung, die ja wahrscheinlich auch nicht vollständig ist, eben an Mitteln wieder an die Ursprungsländer zurück, aus denen diese Einwanderer in die USA geflohen sind. Und das entgeht natürlich den
den Vereinigten Staaten, also dem Steuern oder sonst was, entgeht das natürlich vollständig. Das ist natürlich dann ein Einkommen, was wieder woanders gebucht wird. Aber für die Globalisten spielt das keine Rolle. Die brauchen ihr System, was wieder funktioniert, mit Schuldgeld pro Kopf. Ja, und dabei spielen natürlich auch Kriegsgeschäfte und das Geschacher um Ressourcen und Handelswege eine große Rolle. Dabei interessiert es nicht, dass man, also vorsichtig, obwohl das natürlich immer so erzählt wird, grüne Wirtschaft und wir sind alle grün, wir sorgen uns um alles und wir machen Energiesparen und das ist alles nur Quatsch. Die Leute, die dahinter sitzen, denen ist es vollständig egal, was dort vor Ort passiert, solange es nicht ihr eigenes Land ist, was sie aus irgendeinem Zweck eben so belassen wollen, wie es ist. Aber den Menschen vor denen gönnen sie das nicht, der Natur sowieso nicht. Wir wissen ja, dass viele von diesen Figuren auch dann also Großwildjäger sind und sich dann auch noch da in Pose stellen, da wie der spanische König, weil sie gerade einen Elefanten umgelegt haben, den sie ihm direkt vor die Flinte gejagt haben. Also solche Geschichten. Also und der ist auch noch Chef vom WWF, ja, Wildlife Fund. Also das ist soll eigentlich eine Organisation sein, die sich für den Schutz von Natur und Tieren einsetzt. Aber also, das ist alles nur Show. Das heißt, denen geht es nicht um naturnahes Pflegen, das heißt schonungsvoll mit der Erde umzugehen, sondern um brutales Ausnehmen. Und das ist das Motto. Koste es, was wolle. Dabei werden Natur, Leben von Pflanzen, Tieren, Wasser, Luft und Boden wird verschmutzt und die Menschheit in ihrer Existenz bedroht. Also alles wird vernichtet, wenn es darauf und darum geht, eben zugunsten dieser paar wenigen zu operieren. Interessantes Titelbild von einem sehr alten Veröffentlichung da gefunden. Satanspiel, Politik, Riesengeschäft, Krieg. Auch das war schon lange bekannt. Es ist also nichts komplett Neues natürlich für uns, aber sehr viele erkennen das nicht, weil sie immer noch denken, es gibt den bösen Russen oder es gibt den bösen Chinesen oder den bösen Nordkoreaner oder wie sie alle heißen, oder den bösen Iran und der muss jetzt mit Waffengewalt zerstört werden. Diese Soldaten, ja, die sind ja Soldaten, die kriegen einen Sold dafür, also sind Söldner, die lassen sich verheizen in solchen Kriegen. Wir denken nur an die US-amerikanischen Soldaten, die man überall eingesetzt hat, da im Irak, Afghanistan, die also teilweise mit enormen Kriegsschäden zurückkamen, nicht nur psychischen, sondern auch tatsächlich körperlichen, durch die verstrahlte Munition, umwandelte Munition, die dort also so enorm eingesetzt wurde, dass es also das ganze Land versumpft. Ja, und sehr deutlich lassen sich aber diese tyrannischen und unmenschlichen Vorgehensweisen der von diesen paar wenigen, von denen wir gerade gehört haben, eingesetzten Regierungen daran erkennen. Besonders im Bund durch ihre Verhaltensweisen. Bund ja auch genannt, Bundesrepublik Deutschland, was wir wissen, ist kein Staat. Das ist auch alles bekannt, das will ich nicht wiederholen. Das kommt eigentlich immer wieder in meinen Sendungen oder meinen Veröffentlichungen mit hinein, das ist klar. Wo also die diktatorischen Strukturen deutlich werden, die Rechtsstaatlichkeit ist dort ja bekanntlich nur ein Schlagwort, eine Illusion. Und damit wir es richtig verstehen, es geht nicht nur um den Bund und die Bundesrepublik Deutschland, es ist nur für uns natürlich hier ein Beispiel direkt vor der Nase, wo also wesentlich brutaler inzwischen gegen die Menschen vorgegangen wird, als das noch vor einiger Zeit der Fall war, wo uns immer noch eine Illusion von Rechtsstaatlichkeit vorgespielt wurde, das lässt man jetzt ja Stück für Stück fallen. Aber wenn man daran denkt, ich habe das auch beobachtet, das auch bei in den USA, auch bei Facebook kommen da immer täglich Meldungen rein, wo also die sogenannten bewaffneten Uniformierten, die dort auch Police heißen, Sheriff oder wie sie alle heißen, Cops, da Menschen zusammenmöbeln, erschießen, Kinder, Kranke, egal wer. Sogar aus dem Rollstuhl werden da Leute rausgekickt, in Handschellen gelegt. Also Quatsch.
Und dann werden die vor den Kadi gebracht und man beschwert sich darüber und werden sie freigesprochen. Daran erkennt man, dass es also gar keine Rechtsstaatlichkeit mehr gibt und die Menschen sowieso keine Rechte haben, weil sie eben nicht wie Menschen behandelt werden, sondern sie werden wie Personen, wie Güter behandelt und mit denen kann man machen, was man will. Den kann man auch wie so ein Sack Kartoffeln einfach reintreten. So ungefähr stellen sie sich das vor und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir das erkennen, wir das auch weitertragen, dass wir eben keine Personen sind, sondern Menschen. Aber heute das T-Shirt wieder an. Ja, ich bin Mensch und keine Person. Denn erst wenn wir das realisieren, dass wir als Menschen vor beziehungsweise dem Gesetz gegenüberstehen, werden wir überhaupt erst begreifen, dass das, was da abgeht, überhaupt gar nichts Natürliches sein kann. Es gibt keinen natürlichen Staat, der über uns regiert. Ja, das gibt es nicht. Der Staat sind allenfalls wir alle. Und regeln wir das miteinander. Aber da haben sich eben Organisationen reingesetzt, die uns tyrannisieren, eben seit relativ langer Zeit. Und wir jetzt langsam erwachen darüber und dazu, dass das illegal ist, weil wir Menschen haben keine anderen Menschen, die uns stehen, sondern allenfalls unseren Erschaffer, unseren Gott. Ja, und ich habe da zwei Beiträge gefunden, auch mit entsprechenden Bildern, die das auch nochmal deutlich machen. Einmal da vom Michael Mannheimer.net, das Merkel-Regime, die dritte Diktatur auf deutschem Boden, mit der Abbildung von Honecker und Merkel. Und beide, Honecker sagte das ja mal, niemand hat die Absicht, eine Diktatur zu errichten. Honecker war von der DDR einer der Führer. Ja, und Merkel macht genau dasselbe, hat das längst gemacht. Wir sind in einer Diktatur, wir leben in einer Diktatur. Das kann man täglich erkennen. Es wird nur noch nicht realisiert von den meisten, weil sie entweder nicht direkt betroffen sind, weil man sie noch nicht direkt auf sie gezielt hat, weil sie vielleicht auch brav sind und sich jeder Erpressung beugen. Das ist möglich, beziehungsweise eben einfach nicht erkennen, dass sie wesentlich besser leben könnten, wenn gewisse Dinge weg wären. Auch das gehört zum Erwachen und zum Wachwerden-Prozess hinzu. Darunter, ihr könnt das da durchlesen, ich will das nicht alles vorlesen, davon Michael Mannheimer. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass einem das klar wird, dass wir uns nicht täuschen lassen sollten über alles das, was da jetzt hier uns erzählt wird, zu den tatsächlichen Gegebenheiten. Wir kommen ja gleich nochmal im Detail zu den aktuellen Ereignissen. Ja, und darunter nochmal eine Abbildung eben hier aus Spanien zu sehen im schwarz-weißen Feld links, wie die bewaffneten Uniformierten seinerzeit gegen die Menschen, die sich also wehren wollten, die für ihre Rechte kämpfen wollten, vorgegangen sind. Und das war die Franco-Zeit. Das ist der Diktator Franco gewesen, der ja schon auch zu Zeiten des NS-Regimes in Deutschland beziehungsweise des italienischen Faschismus eben an der Macht war. Es war ja einer der ersten sogenannten Faschisten, Diktator Franco, der da seine bewaffneten Uniformierten eben auf die Protestierenden schickte, die dort niederknüppeln ließ, ist heute nicht anders. Wenn du siehst, was in Spanien los ist, auch dort gibt es friedliche Proteste, Menschen, die sich also wehren wollen, die werden dort genauso heute mit noch martialischer als damals niedergeprügelt. Und man sieht dort auch, wo das herkommt, da kann man sich weiter informieren. Aber der letzte kürzliche Fall vom Menschen Adrian, der sich seine eigene Ur-Oase, so habe ich es genannt, geschaffen hat, der hat besonders viel Schlagzeilen gemacht. Und der wurde ja eben gerade letzte Woche von 200 bewaffneten Uniformierten, darunter Spezialeinheiten vom sogenannten SEK, Sondereinsatzkommando, überfallen und angeschossen, zweimal vorne durch die Brust und zweimal hinten.
Und dabei schwer verletzt. Und das wegen 4.000 Euro, die er einer Bank schuldete, wobei diese Schuld eigentlich beglichen war, aber das vom System anders gesehen wurde und man offenbar auch ein übergeordnetes politisches Ziel erreichen wollte. Und über diesen Fall sprechen wir dann auch gleich nach der Pause nochmal etwas intensiver. Ich habe hier die Abbildung reingebracht, die auch über Facebook von den verschiedenen Leuten, die sich da bemühen, dass das bekannt wird, versandt wurde, wo man also die Verletzungen sehen kann, zumindest die jetzt hier in diesen Bildern dargestellt sind. Es gibt sehr viele Informationen darüber, auch wir haben, trotzdem wir nicht live berichteten, darüber einen Blog der Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten, wo man also alles nachlesen kann, was wir da an Informationen gesammelt haben dazu. Darunter viele Videos mit den Vorgeschichten und Live-Interviews auch hinterher und vielen, vielen anderen Informationen, die wichtig sind. Wenn man sich das alles mal vor Augen führen will, und das ist ein wichtiger Fall, denn es ist das Beispiel dafür, wie jemand versucht, auf friedliche, juristische, auch in Anlehnung an das juristische System des Bund vorgegangen ist, aber auch das Völkerrecht, also Menschenrecht, auch natürlich damit hinzuzieht und einfach sich auf dem sogenannten Rechtweg versucht hat, zu wehren und auszudrücken, beziehungsweise Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir hier bei Wakeness gemacht haben. Das können bestimmt viele auch hier bestätigen, die sich ähnlich in einer ähnlichen Situation befinden, dass also ja es wirklich nicht einfach ist, überhaupt irgendeine Antwort zu bekommen zu all diesen ganzen Geschichten. Die ganzen Fragen, die wir haben, eben denen weicht das System aus, weil sie die nicht, vermutlich nicht beantworten wollen oder können und dann das einzige Mittel noch nutzen, was da ist, nämlich Gewalt. Wenn du keine Argumente mehr hast, dann kommt die Gewalt ins Spiel und hier geht es also um Macht, um Ausübung von Macht und nichts anderes mehr. Der Mensch wird dabei mit Füßen getreten und das, denke ich, sollten wir nicht zulassen. Ja, also wir gehen dann gleich nochmal etwas intensiver auf den Fall mit dem Adrian ein. Aber auch andere Fälle sind uns bekannt. Ich kann gar nicht alle aufführen, weil ich auch täglich neue zugesandt bekomme, die also haarsträubend sind. Aber so einige besonders auffällige Missverhältnisse können wir hier eigentlich feststellen, nämlich zum Beispiel eben diese Geschichte hier mit diesem älteren Menschen, dem 84-Jährigen, der also schon relativ lange in einer Wohnung wohnte und der dort also raus sollte, weil die Wohnungsbaugesellschaft, die der Kommune gehört, dort eben ein Flüchtlingsheim oder Flüchtling unterbringen wollte. Und dann natürlich die bestehenden Mieter störten, vor allen Dingen, wenn die also nicht so viel Geld bringen. Ja, wir wissen, alles ist Geld gesteuert hier in diesem System, weil dadurch kann man die Interessen derjenigen, die uns alle kontrollieren, am besten durchsetzen. Deswegen ist jeder Einzelne, denkt nur noch an Geld, Schuldgeld. Die sind nur noch daran, die muss das reinholen, wegen 5 Euro holen sie 200 Mann, hol dich da aus dem Bauhaus. Wie auch immer, stecken dich ins Gittchen und alles Mögliche. Die machen alles für Geld, machen alles. Ja, das ist einfach unglaublich. Und eben diese Geschichte ist auch es ist so ungeheuerlich, dass also durch diese Vorgehensweise, diese zeigt, wie so eine hirnlose Roboterarmee in Form von bewaffneten Uniformierten eben mit unterschiedlichsten Bezeichnungen, ob das jetzt Polizei heißen, also das ist ja hier im Bund eine geschützte Wortmarke, wo also ja alles nachvollziehbar ist, also offenkundig, wie sie verwenden und dann, oder Bundespolizei, wie sie sich nennen, oder SEK,
also das lässt einfach aufhorchen. Es fällt jetzt auf, vor allem wenn die Informationen auch weit und breit streut werden und auch Menschen davon Kenntnis bekommen, die sich die vorher davon keine Kenntnis hatten. Also zeigen sich diese Tyrannen nicht, also ganz offen, sie verstecken sich nicht mehr. Und das ist natürlich auch eine gute Chance für das Aufwecken und das Bewusstwerden von uns allen, weil es das erschreckende, unmenschliche Verhalten bewaffneter Uniformierter, die einfach nur noch Chip und irgendwie gesteuert, also Befehlsempfänger gesteuert, da agieren, wenn dann so ein Missverhältnis entsteht, dass 60 SEK, schwer bewaffnete, militarisierte, bewaffnete Uniformierte einen 84-Jährigen aus der Wohnung heraus holen, das steht ja in keinem Verhältnis mehr. Also ich habe da auch nochmal den Link hier zu uns. Bei uns haben wir das auch veröffentlicht. Wakeness.tv. Bitte immer dran denken. Wakeness.tv ist unser Videokanal, den wir aufbauen, um alternativ auch Inhalte anbieten zu können in einer tollen Form, also konzentrierte, geballte Aufklärung. Haben wir jetzt schon über 4000 Videos dort mit hochbrisanten und hochaktuellen Informationen gesammelt. Also bitte da einfach mal draufschauen, sich mal umschauen, am besten sich dort registrieren, das geht ganz einfach, ganz simpel, dann eine gängige E-Mail angeben, damit man also erreichbar ist und dann kann man also mitbewerten und kommentieren und natürlich auch darf man selbst eigene Videos, die man für sinnvoll erachtet, dort mit verlinken, so dass andere das auch mitbekommen können. Und das sind eben nicht nur Wake News Videos, sondern aus allen Richtungen kommt das. Also das würde uns freuen, wenn ihr das damit fördert. Ja, und wir, das hatte ich vorhin schon erwähnt, waren ja auch schon Zielscheibe des Systems, vor allen Dingen des Systems im Bund und in der Schweiz, die also auch dafür sorgen wollen, dass wir mundtot gemacht werden, eingeschüchtert werden, wie auch immer drangsaliert werden. Das jüngste Beispiel war ja jetzt gerade erst im Juli 2016, wo Alwin dort am Grenzübergang festgenommen wurde mit unglaublichen Vorwürfen, teilweise Jahre alten Vorwürfen mit nicht rechtgültigen Dokumenten, die also nicht mal eine Unterschrift vorweisen konnten, also nur Telefaxkopien. Also es ist unglaublich, was da geschieht im Bund. Da ist also überhaupt kein Recht mehr zu finden. Ja, jedenfalls haben wir das da erlebt und da haben wir schon ein bisschen drüber berichtet. Aber die Sache ist noch nicht zu Ende, da werden wir auch weiter drüber berichten. Es geht da im Moment ein paar Dinge, die noch im Hintergrund laufen, sobald die durch sind, werden wir da wieder aktuell informieren. Es wurde ja auch gesammelt für dieses Lösegeld. Da sind also inzwischen die Summe reingekommen. Herzlichen Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben. Wir konnten demjenigen, der uns das vorgestreckt hat, die Gesamtsumme zurückzahlen. Alles, was dann noch darüber hinaus hineingekommen ist oder kommen sollte, sammeln wir für einen ehrlichen Fall dann ab. An, damit wir dann auch gleich daraus vielleicht schöpfen können, denn das ist vermutlich nicht zu Ende, dass man versucht, uns zu drangsalieren. Und in 2015, das hatte ja auch schon die Runde gemacht, hatte man mich eingesperrt ins Foltergefängnis Guantanamo in Freiburg, mit Hilfe der Oswald-Handschellen-Gang aus Rheinfelden, als wir berichten wollten vor Ort bei Emil Deschler in Grenzach-Wielen. Da hatte man die ganze Straße abgesperrt, um mich gefangen zu nehmen mit fingierten Geschichten. Ich habe bis heute kein rechtgültiges Dokument in der Hand, dass das, was mir vorgeworfen wurde, auch nur irgendwie erklärt. Es gab keinen Rechtweg, es gab keinen Richter, es gab keine Gerichtsverhandlung, es gab nichts diesbezüglich. Dann, wenn wir uns erinnern, 2012 gab es zwei Vorfälle. Einmal, als wir bei Martin Deschler am Hof diese unglaublichen Wegnahmen von seinem ganzen Viehbestand und seinen Drangsalierungen, die er da erleben musste, filmten und live vor Ort waren, hat man uns also auch drangsaliert. Man hatte mir mein eines Mikrofon runtergeworfen, seitdem ist das defekt.
auch die Kamera weggeschlagen und dann auch wieder den Alvin seinerzeit als Kameramann festgenommen. Das Bild ist da zu sehen und der Bericht, wenn das jemanden interessiert. Und mich hatte man zuvor im Mai 2012 hier heimgesucht in Basel durch Schweizer Kräfte, die hier, also bewaffnete Uniformierte, zivile Uniformierte, die hier eindrangen, um mir alles wegzunehmen, was nur irgendwie sendertauglich gewesen ist, bis hin zu Filmen, Kameras und Handys und Datenträger, externe, interne, hat er sämtliche Computer weggenommen, sogar die Kameras, die großen Kameras, obwohl da ja gar nichts drauf war an Daten, weil die ja separat sind, die Datenträger. Also es ist nicht zu fassen. Dabei ist alles teilweise kaputt gemacht worden, eine meiner Kameras war kaputt. Auch das kann man nachvollziehen hier. Das gab dann einen Bericht hier bei Time to Do, wo ich dann also darüber berichten durfte. Und es sieht zwar düster aus, Leute, da sie jetzt ja die Maske fallen lassen, können wir aber diese Leute leichter erkennen und unser Verhalten ihnen gegenüber eben anpassen, ändern und letztendlich mit dafür sorgen, dass wieder Licht und Helligkeit nach vorn treten kann. Ja, in dem Sinne über das und vieles mehr in der heutigen Sendung. Ich werde jetzt eine kurze Pause einspielen mit einer kleinen Musik von Fülgien, Kampf gegen den Terror. Bin dann gleich wieder anschließend für euch da und dann gehen wir ein bisschen tiefer, vor allen Dingen in den Fall mit dem Adrian hinein. Da gibt es ja auch viele neue Informationen, die vielleicht alle noch gar nicht erfasst haben. Ich wollte das ein bisschen zusammenfassen. Ja, also danke euch. Schon mal jetzt. Ihr dürft auch eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakeness.net. Ja, und ihr dürft uns auch gerne unterstützen. Wir können jede Hilfe brauchen. Also bis gleich. Der Detlef von Wakeness, Radio Wakeness TV. Gleich wieder da. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ihr biedert mich an, ihr messt mit zweierlei Maß. Ihr redet von Frieden und Menschlichkeit, doch bombardiert Kinder, was soll das? Ihr erfindet Probleme, wie es euch gefällt, und Massenvernichtung zu Waffen. Wer euch nicht passt, wird aufgehangen, unter schmierigem Lachen. Menschlichkeit entartet, euer Ziel, das ist längst klar. Westliche Werte, One World Tyrannei, ja, das ist das Gesicht der USA. Und hierzulande schaut man einfach weg, man hört ja nicht die Schreie der Kinder und Greise im fernen Land und sieht nicht das Elend und der toten Gebeine. Denn es geht ja um Wertegemeinschaft und um Demokratie in der Welt. Das trifft es so ziemlich, denn die Gemeinschaft, die wertet ihr auf mit eurem Geld. Das kostet Milliarden und Menschenleben, doch der Vertrag steht auf dem Papier. Das stört doch nicht, Mensch, wir haben es ja. Und in Deutschland leben die Menschen von Hartz IV. Ich lass mich nicht von euch verkohlen, ich glaube euch kein Wort. Denn was ihr so Kampf gegen Terror nennt, das nenn ich Völkermord. Eure hohlen Phrasen prallen ab, ich lass mich nicht von euch lenken. Eure Bildzeitung lest mal schön allein, denn ich habe einen Kopf zum Denken. Ja, einen Kopf zum Denken. Soll das denn des Volkes Wille sein? Habt ihr jemals danach gefragt?
Und in euren gekauften Schmiermedien erzählt ihr brühwarm, dass ihr Terroristen jagt. Bei 2 Billionen Staatsverschuldung leistet ihr euch diesen Krieg und erzählt irgendwas von Al-Qaida und vom demokratischen Sieg. Bin Laden ist nun endlich tot, Mensch, nur habt das ja geschafft. Das glaubt euch vielleicht ein Bild-Zeitungsleser, denn Bin Laden ist eine Person, die ihr selbst erfunden habt. Der 11.9. ist die Terrorkeule, mit der ihr im Orient richtet. Das kennen wir ja schon aus Europa, da wurden ja auch mal Millionen Menschen vernichtet. So rechtfertigt ihr den Massenmord und Europa schaut schmunzelnd zu. Kein Wunder, die hohen Herren kassieren ja ab und der Dumme am Ende, Bild-Zeitungsleser bist du. Das stand ja so ja nicht in deiner Zeitung, Mensch, jetzt bist du ziemlich enttäuscht. Mensch, du Narr, mach die Augen auf, es ist die Zeit, die für dich abläuft. Ich lass mich nicht von euch verkohlen, ich glaube euch kein Wort. Und was ihr so Kampf gegen Terror nennt, das nenne ich Völkermord. Eure hohlen Phrasen prallen ab, ich lass mich nicht von euch lenken. Eure Bildzeitung lest mal schön allein, denn ich habe einen Kopf zum Denken, ja einen Kopf zum Denken. Ja eines Tages erwacht die Welt und wird sich von euch befreien. Alle reinen Völker stehen dann auf und schlagen den ewigen Feind. So soll dann auf Erden ewig Friede sein. Ja, das sage ich dir. Den Kampf gegen Terror gibt's dann nicht mehr, denn die wahren Terroristen, die wart ihr. Volksgemeinschaft gegen Multikulti, alle Fremden gehen dann heim. Denn nur in ihrer angestammten Heimat können alle Völker nur freie Völker sein. Ich lass mich nicht von euch verkohlen, ich glaube euch kein Wort. Und was ihr so Kampf gegen Terror nennt, das nenne ich Völkermord. Eure hohlen Phrasen prallen ab, ich lass mich nicht von euch lenken. Eure Bildzeitung lest mal schön allein, denn ich habe einen Kopf zum Denken, ja einen Kopf zum Denken, einen Kopf zum Denken, einen Kopf zum Denken, ja einen Kopf zum Denken. Ja, einen Kopf zum Denken.